I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return another day. Heute geht es von Rothenburg in der Oberlausitz durch die Heide nach Bad Muskau mit dem Schloss, in dem der Fürst Pückler geboren wurde. Anschließend geht es weiter durch den Märchenwald, über Forst bis nach Sakrow, wo unser heutiger Campingplatz ist. Und das Wetter sieht gut aus. How are you? Are you blue? I can sense the sadness in you. Don't you worry, every storm passes on. Wir fahren hier entlang der Friedensstraße und haben gerade Rothenburg in der Oberlausitz verlassen. Zu unserer Linken befindet sich der Flugplatz Rothenburg-Görlitz. International Airport. The International Airport, genau. Ja, sie muss schon sagen, die ganzen Airbusse haben heute Nacht ordentlich gestört. Oh, wie schön! Alter Schwede! Bin ich leider nicht rangekommen. Das war das ehemalige Schloss bzw. der Gutshof in Steinbach aus dem 15. Jahrhundert. Sehen wir fast überall auf dem Oder-Neiße-Radweg. Irgendwo habe ich gelesen, das sind ungefähr 300 Kilometer, die hier abgesperrt wurden mit dem Zaun. Und zwar ist das eine Maßnahme gegen die afrikanische Schweinepest, die hier die Wildschweine befallen hat. Und es geht wieder hoch. Oh, und wie? Ich muss schalten. Hier an einem der größten Truppenübungsplätze der deutschen Bundeswehr entlang. Und den kennen wir auch schon, weil den haben wir auf dem Spreeradweg schon von der anderen Seite kennengelernt.
Dieses Mal sind wir auf der östlichen Seite und das ist der Truppenübungsplatz Oberlausitz. Da sind wir wieder. Die Seite hier ist aber schöner. Ja. Ja, am Spreeradweg war es leider an einer vielbefahrenen Landstraße entlang, die wenig Abwechslung geboten hat. Wenn man jetzt hier das schöne Lichterspiel zwischen den Bäumen sieht, das ist doch was ganz anderes. Ein paar Kurven in der Strecke, keine Autos, ein paar Hügel. Ah, das ist doch schon wieder richtig schön. Hallo. Und Rost. Herzlich willkommen im Podrosche. Ja, da steht's auch noch mal. Oh mein Gott. Die ist ja traumhaft schön. Hammer! Dabei ist diese Kirche noch gar nicht so alt. Die Grundzüge stammen aus dem 17. Jahrhundert. Aber dann hat man... Bist du ruhig? Dann hatte man mal irgendwann Blitz eingeschlagen. Und 1907 wurde sie wieder aufgebaut. Ein Traum, ne? Wahnsinn! Wie schön. Nach dem Regenwetter gestern, nach dem halben Weltuntergang, tut das jetzt richtig gut, mit der Sonne hier lang zu fahren. Rechts von uns der Fluss. Ach, schön. Ne? Das ist alles andere als Scheiße an der Neiße. Das sage ich euch. Sollte es mal irgendwann einen Reiseführer in schriftlicher Form über den Oder-Neiße-Radweg geben, wird das der Buchtitel sein.
ein schönes Ausflugslokal in Werdeck. Der Name Werdeck setzt sich übrigens zusammen aus Werder und Eck. Werder beschreibt immer einen Ort, der inselähnlich gelegen ist. Eck kann man wahrscheinlich mit Dorf übersetzen, also Inseldorf. Und diese Lage, versteckt im Wald an der Neiße, hat Werdeck im 30-jährigen Krieg den Arsch gerettet. Es wurde einfach nicht gefunden vom Feind. Und deshalb ist es unzerstört geblieben. Hallo? Und bei uns geht es jetzt weiter nach Pechern. Durch die schöne Muskauer Heide. Das ist die Dorfkirche in Pechern. Das ist ein schönes Beispiel der Lausitzer Kirchenarchitektur im Fachwerkstil. Hallo. Die Marie von der Pension zum Postamt hat uns auch schon gesagt, dass das hier jetzt einer der schönsten Abschnitte ist. Und da hatte sie recht mit. Mittlerweile sind wir in Saga angekommen. Saga ist ein schönes Örtchen mit typischen Lausitzer Schrotholzbauten. Und das liegt nicht daran, dass sie mit Schrotgewehren anschließend drauf geschossen haben, nachdem sie fertiggestellt waren, sondern dass die Holzbalken mit Schrotbeilen bearbeitet wurden. Hast du wieder was dazugelernt, ne? Thank you.
Ist das nicht toll? Runter vom Rad und mit dem Boot in den Fürstpückler Park. Eine Stunde Fahrzeit. Fahrräder und Gepäck werden transportiert. Einfach anrufen. Das ist ja cool. Warum haben wir uns jetzt gegen die Fahrt mit dem Boot zum Bad Muskauer Fürstpückler Park entschieden? Weil die Anfahrt des Bootes alleine dauert schon 10 Minuten. Die Fahrzeit mit dem Boot wäre eine Stunde. Und wir sind jetzt so arrogant zu behaupten, das schaffen wir schneller mit dem Rad. Mal gucken, wir haben jetzt 13.36 Uhr. Mal schauen, ob wir vor 14.46 Uhr am Fürstpückler Park ankommen. Sagen, wir sind schneller. Willkommen im Park von Bad Muskau. Hinter uns ist das neue Schloss von Bad Muskau zu sehen. Das ist der Geburtsort von Hermann Fürst von Pückler am 30.10.1785. Und das Ganze befindet sich hier im Fürstpückler Park, einem der größten Landschaftsparkanlagen in Europa. Die Stadt Bad Muskau war früher mal ein bisschen größer. Und zwar ging sie noch über die Neiße hinaus in den heutigen polnischen Teil. Und so verhielt sich das auch mit dem Fürstpückler Park, der heute zu einem Drittel in Deutschland liegt und zu zwei Dritteln in Polen. Riesengroß! 850 Hektar insgesamt. Das ist eine der Neiße-Brücken, die den Bad Muskauer Park von der deutschen Seite mit der polnischen Seite verbinden. Was
nicht, dass das der offizielle Teil ist, oder? Der ganze Weg durch den Bad Muskauer Park gehört nicht zum offiziellen Teil des Oder-Neiße-Radwegs. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, es steht aber auch bei Bikeline der Tipp, durch den Fürstbückler Park zu fahren und an dieser Stelle den offiziellen Oder-Neiße-Radweg zu verlassen. Und das hier ist wieder der offizielle Oder-Neiße-Radweg. Hier vor Köbeln weichen wir wieder vom Oder-Neiße-Radweg ab und fahren direkt an der Neiße auf einem kleinen Feld- oder Waldweg weiter. Der führt dann irgendwann auch wieder auf den Oder-Neiße-Weg. Das war ein Tipp einer Anwohnerin, dass wir hier lang fahren sollen, weil das die schönere Strecke wäre. Genießen wir nun also das letzte Stückchen von Sachsen, bevor es bei Pfusack in das neue Bundesland Brandenburg geht. Das ist ein Ding. Genau unsere Strecke. Von Zittau im Süden bis Ueckermünde im Norden. Also die Grenzerquelle, wa? Wir sind in Brandenburg. Man hört das. Det. Das ist westfälisch. Det ist brandenburgerisch. Ich dachte eher det. Naturschutzgebiet Schwarze Grube. Es wird auch der Märchenwald genannt. Schon wieder wird's laut. Schon wieder ein Bär. Das Nein zur Wehr bei Zelt. Thank you.
wir kommen jetzt durch meine beiden absoluten Lieblingsortsnamen auf dieser Strecke. Kleinbademäusel und Großbademäusel. Ich finde das total süß. Guck, und hier ist Kleinbademäusel. Ein Bushäuschen mit Gardinen dran. Das ist ja schön. Ach, und da vorne ist unser Rastplatz. Wo auch schon welche sitzen. Egal. Wo Bank? Da Pause. Der Weg hier auf dem Neißedamm wird einem nicht leicht gemacht. Sobald man aufhört zu treten, fährt man rückwärts. Ich glaube, jeder, der diesen Weg hier kennt, der weiß, was es bedeutet, ihn bei Gegenwind zu fahren. Das ist ein Wasserkraftwerk auf polnischer Seite. Schönes, beeindruckendes Bauwerk. Das waren jetzt knapp 10 Kilometer auf dem Neißedamm bei schönstem Gegenwind. Aber nicht nur der Gegenwind war schön, auch der Neißedamm ist schön. Ganz, 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 ganz tolle Gegend hier. Es macht richtig Spaß. Der Radweg ist super asphaltiert. Ganz tolle Aussicht von hier oben. Man sieht immer wieder die Neiße zu rechten, zu linken, schöne Felder. Herrlich. Es ist traumhaft. An dieser Stelle verlassen wir jetzt schon wieder den offiziellen Teil des Oder-Neiße-Radweges, um in Forst nicht an der Landstraße lang zu fahren, sondern durch den Rosengarten. Na, kommen wir da durch? So, an dieser Stelle wären wir gerne durch den ostdeutschen Rosengarten gefahren, aber leider so ein Mist. Mal gucken, ob wir an anderer Stelle noch reinkommen. So, hier könnte man jetzt mit dem Rad reinfahren. Das ist der Eingang Wehrinsel. Da kann man mit dem Rad durchfahren. Wenn man durch den ostdeutschen Rosengarten möchte, muss man Eintritt bezahlen. Man kann aber sein Fahrrad in Fahrradboxen am Haupteingang unterstellen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wie ich bei Komoot sehe, fahren wir jetzt am Jubiläumsgarten vorbei. Das Ganze ist 1913 angelegt worden und 17 Hektar groß. Das war mal eine ganz normale Forster-Neiße-Brücke. Forst ging nämlich noch auf der anderen Seite weiter, wurde dann aber im April 1945 komplett zerstört und anschließend abgerissen und für den Wiederaufbau von Warschau benutzt. So hat das Ganze früher mal ausgesehen. Und da fahren wir gleich lang, am Kegeldamm.
Und so sah er 1910 aus. Das ist die Stadtkirche St. Nikolai. Neuer Rekord heute, 17.35 Uhr und wir sind am Gast. Haus Sacro angekommen. Und wehe, man kann hier jetzt nicht zelten. Im Internet stand, man kann hier auch zelten. Doch, da steht was vom Zelt auf dem Schild. Juhu! Da ist der Beweis. Oh ja. Ein Gebäude, sehr gut. Gut sehen. Da runter. Ja, ich weiß, ich und Tiere. Genau. Dann erzähl mal, wo sind wir denn hier? Im Gasthaus Sacro. Sacro. Auch das. In? Sacro. Siehst du? Das ist kurz nach Forst. Es ist ein Bed and Bike mit einem tollen Restaurant, einem sehr netten Inhaber, der sich auch mit Radfahren auskennt und selber schon mehrere Radfernwege beradelt hat. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen und danach gucken wir, wo wir stehen mit unserem Zelt. Der Zeltbereich ist direkt hinter dem Gasthaus. Und da wir heute hier ganz alleine sind, die einzigen Zelter, was ich überhaupt nicht verstehen kann, können wir alles für uns beanspruchen. Hier vorne gibt es etliche Tische, Bänke. Hier entsteht ein Saunafass. Wenn es doch noch mal nass werden sollte, kann man sich auch hier in der Hütte einmieten. Hier vorne könnte man auch baden. Immer wichtig, die Wäschespinne. Hier ist noch ein kleiner Grillplatz. Und hier überall, überall könnten Zelte stehen. Und direkt nebendran. Das Badezimmer mit Toilette und Dusche. Und direkt daneben da ist der abschließbare Fahrradschuppen. Das ist auch das Tolle hier. Dadurch, dass das Restaurant direkt nebendran ist, kriegst du immer frische Getränke und was zu essen. Guck, da. I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Wir fahren am Tag 8 geht es heute von Rothenburg in der Oberlausitz
über die Heide. Oh Gott. Das ist übrigens ein Kettentattoo. Riesengroß! 850 Hektar insgesamt. Ohne Pücki aber viele Gärtner, wa? Die Grenze zu Polen ist zu. Haben wir was verpasst unterwegs? Das Ganze wurde 1913 angelegt und ist 78 Hektar groß. Nein. Nur. Okay, jetzt will er links. Hier quasi. Hier hätte er jetzt links gewollt. Markus? Landschaftsparkanlagen in Europa. Fertig. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, es steht aber auch bei Bikeline. Oh, Entschuldigung, wir sind gerade echt steilen Berg hochgeschoben. Ich weiß nicht, was es ist, aber das sind meine absoluten gute Laune Blumen auf dem Weg. So schön!